Mit dem neuen Update, mit dem Electricity Update in Rust, sind viele Möglichkeiten dazugekommen, aber auch viele Probleme beim Umsetzen von erdachten Möglichkeiten. Und ich will euch jetzt hier zeigen, woran es manchmal scheitert und welchen Workaround es gibt und was man überhaupt so machen kann. Die Electricity wird auf jeden Fall weiter eine große Rolle spielen. Willkommen zu einem neuen Teil Electricity. Wir brauchen wieder einen Generator mit einer Stromversorgung, einen Stromausgang. Ich empfehle immer, an den Stromausgang einen Master-Schalter zu setzen. Warum? Damit man gleich mal wieder alles ausschalten kann, was dran hängt. Denn ihr habt zum Beispiel Torres dran hängen, die ihr nachladen wollt, die Waffe tauschen wollt, die ein Freund, wo er sich eintragen soll als Nicht-Ziel, dann machen wir das am besten so. So, dann bauen wir hier unsere Stromverteiler auf. Das mache ich auch immer so, dass ich die nebeneinander baue. So bringt man ungefähr 5 auf eine Platte. Und damit wir mehr Strom zur Verfügung haben, machen wir noch eine zweite Reihe. Das sind also 10. Unsere große Batterie liefert ja 100 Energie, also ich könnte theoretisch von jedem 10 absplitten. Theoretisch warum? Wir brauchen das selber auch 1, also wird das nicht ganz so funktionieren. Aber das können wir jetzt einmal anschauen. So, dann gehen wir hier rein. Vom Stromausgang zum nächsten Stromeingang und immer so weiter. Wir haben also nur die einstellbaren Ausgänge noch, die man konfigurieren kann. Warum mache ich das? Weil jedes Gerät unterschiedlich viel Spannung braucht und es macht keinen Sinn, eine Lampe zum Beispiel mit 10 Strom zu versorgen, die eigentlich nur 1 braucht. Was liegt hier am Ausgangsspannung an? 69. Gut, wir haben jetzt in jedem 2 abgezweigt. 2, 4, 6, 8, 10. Sind es 20, die weggehen von den 100. Dann müssten eigentlich hier noch 80 anstehen. Tun es aber nicht. Warum nicht? Ja, weil auch hier jedes Teil wieder einen Strom selbst verbraucht. Also wir haben die 20 von den Ausgängen, die wir gehen, reingehen ja. 99 vom Schalter, der verbraucht ja auch 1. Ein Strom. Und hier kommt raus 96. Das Ding verbraucht selber 2. 99 minus 2 sind 97. Wo ist dann das eine fehlende? Naja, das Gerät selber verbraucht auch 1. Also werden von diesen 99 1, 2, 3 abgezogen, dann bleiben übrig 96. Genau die stehen hier auch an. Also selbst da verliert man Energie, wenn man die verteilt. Aber gut, damit muss man rechnen. Am Ende hier hat man halt dann nur noch 69 Energie frei. Es ändert sich natürlich, wenn wir hier mehr konfigurieren und mehr an diese Abzweigleitungen geben, dann wird hier auch weniger anliegen am Schluss.